Dann würde ich einmal schon mal ganz bequem starten von oben nach unten. Und zwar, ich habe 15 Punkte, die lege ich bei Mira in den Schaden. Ich würfel mal einen Sturmangriff Biss. Das ist getroffen. 15 Punkte mehr. Ja, was hat Mira denn für eine Normalparade? Weil da haben wir damals keine angelegt, aber die wird ja irgendwie einen Grundwert haben. Und Normalwert wahrscheinlich. Das Problem ist, dass Tiere richtig beschissene Paraden haben. Also die hat schon eine 5er Basis, also die ist ja wohl besser als ihre Basis. Ich meine, ihr habt die ja immerhin ausgebildet. Sollte ja nicht komplett Also ein sein. Eine 8. ausgebildetes Streitpferd hat so etwa die 11, wenn ich mich nicht täusche. So um den Dreh. Unter Wasser sage ich mal einen Ausweichenwert von 8. Ja, nicht ausweichen, die will parieren. Ja, Tiere haben nur ihre Ausweichenparade im Grunde in dem Sinne. Genau. Von 8 sagst du. Hast du deine Punkte schon verteilt aufs Schwimmen? Bei dem Wehrhai, also bei dem Wehrhai, der legt das alles auf den TP, auf den Schaden. Ja, gut, dann würfelt Mira jetzt ihre Parade. Ja, da ist sie mal eben Easy. ausgewichen. Muss gerade gucken. Ja, ich habe da keine Parade oder sowas angesagt. Das ist halt scheiße. Gut. Ansonsten wären knackige 31 TP angekommen. Deswegen habe ich das auch gemacht. Gut, dann machen wir die Raphim-Angriff. Ich lege mir selber natürlich auch meine Erleichterung in den Paradewert. Ja, ich möchte dir. Ich muss gerade gucken, ich mache auch einen Sturmangriff. Ich mache eine Finte rein und zwar 8 und 7 TP mehr. Das greifen die uns überhaupt an. Was? Bissen? Die beißen. Die Das sind beißen. von Aber der Reihe, die dann machen failed jetzt Sturmangriff. seine Attacke. Warum? Ihre Schwernis aus Sturmangriff. Ihr kriegt ganz Nee, normal. nee, 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 der Biss ist auf 18, der Sturmangriff Biss ist auf 14. Habe ich alles eingetragen. Und was für eine Klasse will er mich da angreifen? Mit Biss? Auf, okay, Ich ja, auf ist B, auf glaube ich H. nämlich nicht dran. Dann kommt er nämlich nicht durch die ganzen Distanzklassen. Gut, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Die Initiative kann natürlich auch nicht untertauchen oder sowas. Das geht halt nicht. Gut, dann kannst du ihn parieren. Übrigens, die Wehrhaie sind groß. Das Ja, heißt. auch. Das war die Frage, die mir nach der Sommer Genau, brannte. ja. Noch war es nicht relevant, aber für Raphim jetzt auf alle Fälle relevant. Die Wehrhaie sind groß. Nicht sehr groß, sie sind aber nur groß. Kriege ich Gut. Paradeschaden dennoch? Genau, er kriegt Paradeschaden. Ja. Die Hälfte. Ja. Er kriegt auch seinen eigenen Sturmangriffsbonus mit Raphim. Hast du ihn gegengehalten? Nein. Oh, geht Das dann. sind 15, dafür kriegt er die Hälfte, dann macht meine Waffe auch eh nur den halben Schaden, also kriegt er 4 Schaden. Genau, sie sind Resistenz gegen profane und Dann macht es magische. 2 Schaden. Profan gegen Resistenz, gegen profane und magische Waffen und deine Waffe ist nicht aus Silber. Ja, aber meine Waffe ist ja geweiht. Ja, das ist egal. Achso, ja, dann mache ich 2 Schaden. Weil ich verliere den halben Schaden durch Unterwasser. Ich verliere den halben Schaden, weil er eh nur halben Schaden kriegt und dann ist er resistent. Genau, dann ist der Wehrheim mit seinem Sturmangriff durch. Dann würde ich nämlich schon mal für ihn die Regeneration würfeln. Und Natürlich, Wehrhai. ich habe den fertig. Dann kommt der Wehrhai für Yalan. Soll ich Ja, das gleiche stopp. nochmal machen? Ja. Ja, ich greife mich doch mal von Distanz des AH, ja? Distanzklasse H. Okay, dann möchte ich gerne alle meine Punkte aufs Schwimmen diese Runde schön in Attacke ballern. Du willst gegenhalten? Das sind 14 und dann halte ich ihn gegen. Ja, deine Und schau, Initiative ist dass auch ich ihn schön auf groß. Distanzklasse N auflaufen lasse. Das ist für ihn nochmal eine 6er Erschwernis auf Okay, seine dann. Sturmangriffsprobe. Bam, 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 bam. Ja, ich hatte das schon angesagt, ne? Du kannst sie 7. sowieso nicht ändern, weil ich Mania weiß, ja. Also ich hätte sowieso erst gefragt, was er tut. Ja, richtig. Also ich hätte einen Sturmangriff, beziehungsweise meine 15 Punkte lege ich in eine Finte 7 und. Du kannst Sturmangriffe nicht finden. Hier werden die aber aktiv aufgeschlagen, auf deine Parade. Es ist keine Finte, sie werden deine Parade wird vermindert. Okay. Meine Defensivreaktion war ja, genau, verrät Genau, natürlich. ja, richtig, genau. Deine defensive Aktion. Okay, er hat es nicht geschafft. Warum? Er Er hat bekommt eine eine 4er 18, aber er Erschwernis denkt von einem dran, ne? Sturmangriff und eine 6er Nein, Erschwernis von nein, einem der Sturmangriff Der ist schon Biss ist auf runter. 18. Ja. Ach, auf 18. Ja, der Sturmangriff ist schon runter, habe ich auch Genau, gehört. ich habe extra hier einmal, das ist der Bissschaden und ich habe einen Sturmangriff-Biss, weil Okay, die sehr du hast gerne. keine Ansage drin, richtig? Ich hatte keine Gut. Ansage drin, nur die Schwimmenerleichterung. Okay, dann würde er dies schaffen. Warte kurz, 6er Erschwernis mit 3 über, 3er Qualität, merken wir uns das. Ich mache ein Gegenhalten, dies ist um 4 erschwert, weil ich ja Oh. keinen Mann Waffenmeister nicht mehr habe. Und dann um 14 erleichtert, also das ist eine 10er Erleichterung.
Nicht 410, sorry. Eine 10 Erleichterung. Und dann... Ups, ich ignoriere den Wert, der unten steht, ja? Okay. Sekunde, ich hab mir letzte Woche irgendwie die Spezialisierung gekauft und musste den Wert anpassen, habe ich vertippt. Ich würfel nochmal oder rechnen wir das aus? Wir rechnen das aus, komm. Da liegt eine 14. Ja. Qualität over. Sorry, 1000. Ich habe gewonnen. Punkt. Wir müssen gar nicht weiter rechnen. Ja, mit das heißt, du bekommst die Hälfte. Ich bekomme die Hälfte von seinem normalen Schaden, nicht von seinem Sturmangriffsschaden, denn den kriegt er jetzt. Okay, dann ist das nur 1W6 plus 9. Ich hatte aber meine Attacke erhöht. Ja. Meine TP erhöht und das waren 6 Punkte. Ja. Also bekommst du plus 15. Und ich hatte 5 gewürfelt, sind 20 TP. 20 TP und davon die Hälfte kriegst du. In den Torso, warum ist da eine minus 10 noch drin? Egal, hat er nicht mitgenommen. In den Torso 10, das sind dann 5. Und dann kriegt er Virus in der GS. Wieso 5 hast du? Achso, weil du eine Rüstung an hast. Ja. Wie hoch ist deine GS? Unter Wasser wahrscheinlich 18. Okay, dann Hälfte von 18 sind 9 plus 4 sind 13 plus. Achso, warte mal, ich hatte das ja sogar im Sturmangriff drin, oder? 26 in den. Für eine menschliche Zone in den Kopf. Ja, aber kein doppelter Schaden. Gut, dann war vielleicht mal die Regeneration. Wie viel Schaden hast du gemacht? Ich schon. 26. 26? Die Waffe ist magisch, falls das wichtig ist. Nein, es ist nur wichtig, ob, also Resistenz gegen profane und gegen magische Waffen, und sie ist nicht aus Silber. Ist sie nicht. So, der Rüstungsschutz ist, ist der normale Schaden. 21. Ja, aber das macht auch nicht diese extra Runde, oder? Das ist wirklich nur Silber. Genau. Meine Silber ist das einzige, was. Ja, stimmt, aber doch, Wunde macht das trotzdem. Er hat erst. Ich meine nicht diese Autowunde, die du immer kriegst, wenn du auch nur einen Silberschaden nimmst. Und weißt du was, bei dem Selbstbeherrschungswurf würde ich ihn tatsächlich auch. Der ist nicht so gut. Kampf und. Ja, würde ich. Also, er würfelt halt auf 16, 16, 16, ne? Aber Janus sagt gerade, Endurium zählt wie Silber. Warte, wäre Janus vor Endurium oder halb Endurium auch? Endurium zählt wie Silber, alle magischen Metalle. Okay. Weißt du was? Ich schlag das nach im WDG. Der hier sowieso raus und du machst erstmal weiter. Zustand, ich gebe ihm mal eine Wunde. Kann sogar sein, dass es eine zweite ist. Ist egal. So, dann ist Yalan durch und Zulamin darf ihre Ausweichenprobe würfeln, wenn sie möchte. Du hattest dann jetzt alles berechnet, ja? Ja, habe ich. Und zwar, da ich keinen Unterwasserkampf habe, kriege ich eine 6er Erschwernis, richtig? Du hast aber Stigma und Schwimmflossen. Okay. Betrachte das gerade als nicht wichtig. Gut. Okay, das heißt, ich kriege da keinen Abzug. Das heißt, ich würfle nur mit einer 2er Erleichterung auf meinen nagelneuen Ausweichenwert. Ja. 34. Er ist nicht falsch eingetragen. Ja, habe ich mir fast gedacht. Der Sturmangriff geht sowieso daneben. Ich habe da 15 gewürfelt, du kriegst einen Passierschlag. Cool. Ah, siehst du, Avian, das auch. Dann kannst du einmal den Passierschlag Schaden machen. Und Tuktur, der Werhai-Krieger, ist durch auf der 18. Abelmir, 19. Zulamin darf natürlich noch den Schaden machen. Ja, ich habe meine Schwimmprobe verkackt, also darf ich eigentlich mich gar nicht bewegen, aber ich könnte mit einer Aktion meinen Zauberstreicher mein Attribut auslösen. Darf ich da, oder? In einer Aktion kannst du ein Attribut auslösen, ja. Ich muss mich ja nicht groß bewegen, ich muss ja bloß den Stab berühren und fertig aus. Du musst dich gar nicht bewegen. Kannst du den auslösen, wenn es ein Seil ist? Ich habe ja auf dem Rücken, habe ich gesagt. Ich habe nie ein Seil. Ist okay, dann ja. Hast du ihn mit einem Seil an dir festgebunden, oder wie? Nein, ja, auf dem Seil rückenschnallt, genau. Aber wir haben gerade recherchiert, Waffen aus Silber, Mondsilber, Zwergensilber und magischen Metallen, sprich Endurium, sie wirken wie Silber, dementsprechend macht ihr doppelten Schaden an denen und das ist wirklich nicht so geil. Ich weise an dieser Stelle im Ring fairerweise darauf hin, dass die Haie eine um 2 erleichterte Schwimmenprobe haben. Weil sie groß sind, sehe ich gerade mehr verzogen. Ja, das, die habe ich auch, aber. Das wäre meine erste Aktion. Wie gesagt, jetzt habe ich eine für 2 Stunden erhöhte Körperkraft um 4. Meine zweite Aktion wäre, meine linke Armschiene auszulösen. Bei Pasch Assar. Was macht die? Attacke steigt um 10 und die Indie steigt um 10 für 5 Kampfrunden. Das hast du vorhin schon bei der Seeschlange benutzt. Ja, genau.
Er hat das wieder reingesprochen zwischendrin, deswegen hat er auch den Dingstrank getrunken. Nee, das ist semi-permanenter. Da musst du dann nur die ASP für bezahlen. Ist ein Matrixgeber. Matrixgeber, genau. Hast du die ASP denn dafür abgezogen? Vorhin ja. Okay, gut. Wollte ich nur wissen. Weil ausgelöst hattest du doch halt schon. Nee. Wer von euch hatte dann seinen Stabsaufwand mal gesprochen? Wollte ich. Oh, nicht? Okay. Gut, dann ist Rafim dran. Ja, gut, ich habe ja meins alles in die Parade gesteckt, dementsprechend bekomme ich Abzüge von 6,6, da ich keinen Unterwasserkampf besitze, und nochmal Abzüge von 2 und 4 aus der Wahl meiner Waffe. Dementsprechend greife ich auf die 16 an und ich greife ihn einfach nur normal an. Ja, deine Waffe ist aus Endurium? Fragezeichen? Nein. Nein. Miras Gebiss ist aus Endurium. Miras Gebiss, ja, das können wir uns gleich mal angucken. Und? Ich würde einmal treffen. Mach mal Schaden, aber ist eh egal. Wir haben einen Gesturmangriff, also können sie heute nichts mehr machen. Ja, ich mach 15 Schaden. Dann einmal. Aber ich weiß nicht, kriegen die jetzt doppelhalbierten Schaden von meiner Gewaltwaffe oder nicht? Nee, die kriegen ganz normalen Schaden. Okay, dann kriegt er jetzt 7 Schaden, also guckt ihn nicht. Wir ziehen erst die Rüstung ab. Der hat einen Rüstungsschutz von 5. Dann kriegt er 3 Schaden. Herzlichen 3 Schaden. Er lacht ein bisschen. Ja, das habe ich befürchtet. So, dann ist Rafim fertig. Ja, Lan, hast du noch was? Ich habe noch eine Aktion über, ja. Okay. Diese möchte ich umwandeln. Mich auf den Hai neben mir stürzen, mit dem Rafim gerade ist. Also irgendwie ja, von hinten an ihn. Auf ihn stürzen, an ihn klammern, irgendwie. Aber ich habe keine Hand frei, was will ich tun? 3. Ich positioniere 2. mich einfach hinterhin, sagen wir so. Ich glaube, das ist das Sinnvolle hier. Gut, dann. Ich habe mir alle meine Schwimmpunkte für den Angriff aufgebraucht. Ich glaube nicht, dass ich noch viel Koordiniertes tun kann. Diamantis. Ja, ich schwimme mit freien Aktionen. Dafür reichen 2 aus hierhin, dass ich in Reichweite vom Wehrhammerhai bin. Der hat auch Haar als. Ist eine Option. Ei. 2. Ich bin da jetzt schon hingegangen, den habe ich alles nicht gesehen. Klar. Ich greife ihn an. Gut. Den Wehrhammerhai. Ja, Freunde, im Nahkampf sind 2 Stück. Ich schieße nicht, deswegen kriege ich dadurch nur Erleichterung. Ist richtig. Ich haue da einmal rauf, indem ich 9 Punkte in meine 6 Punkte, die ich in meine Schwimmpunkte über habe, in die TP reinsetze. Mhm. Kampf. Und ich habe einen Wert von 24, das heißt, ich gebe noch eine plus 5 mit rein. Ich erleide die plus 6 auf meine Abzüge auf meinem Angriff nicht, da ich Unterwasserkampf habe. Interessant, hast du dir dazu gekauft? Wäre natürlich auch, weil du lange Seekrieger der Schwarzen Armada warst, sehr sinnvoll. So, das wäre getroffen. Dann kannst du Schaden machen. Ist dein Dolch aus Silber? Nein. Jetzt bräuchte man ein Bestienschläger aus der Willemark. Wer hat denn sowas? Schaden? So, das 5 plus 6 sind plus 11. Die Regeneration von ihm hat er schon gewürfelt. Das sind, oh, okay. Rüstungsschutz sind 5, sind 19 und du machst noch die Hälfte Schaden, ne? Er macht auch halbierten Schaden, weil du über Raufen angreifst. Ja, stimmt, genau. Okay, das ist gar kein bisschen so. Das heißt, wir machen erst einmal aus den 24 12 im Wasser und dann ziehen wir den Rüstungsschutz ab. Das heißt, du machst nicht 24, sondern 7? Ja, 7. Kommt drauf an, wenn deine Waffe nicht geweiht ist, dann kriegt er ja nochmal nur halben Schaden. 7 klingt richtig. Dann ist Abelmir fertig. Zulamin ist ausgewichen. Eine Aktion hast du nicht mehr, weil du nur Irakelt hattest. Nächste. Ja. Kampfrunde. Ich bin ja aus dem Kampf mehr oder weniger raus. Ich weiß ja trotzdem noch, wann ich dran war, weil ich dann das niedrigstmögliche gewürfelt habe. Ja. Der ist ja in Reichweite, ihn zu blitzen, theoretisch. Wenn du möchtest. Jetzt ist er wieder in Reichweite. Du kannst dich natürlich umdrehen. Du siehst allerdings, du bist an der Maul, also du bist in der Maulgrotte, wenn du willst, ne? Okay, also kann ich reinschwimmen? Du kannst reinschwimmen. Du bist gerade 20 Meter in die Richtung, also so schnell wie irgend möglich und dementsprechend. Gut. Dann werde ziehe ich dich einfach mal in die Maulgrotte rein. Dann werde ich das wahrscheinlich machen. Du siehst, wenn du dich umguckst, Moluren. Diese ekelhaften Mistdinger, die mit Giftspeeren kämpfen, hast du schon in Ilso kennengelernt. Mhm. Sie knien über so etwas wie einem
archaischen Käfer, riesig groß, und scheinen wohl ihn zu füttern. Sie sehen dich und greifen ihre Speere. Okay. Haben die Augen nach hinten oder wie sehen sie nicht? Nee, das sind genug und die haben den Kampflärm mitbekommen. Im Wasser? Na gut, okay. Also Wasser trägt weit. Ja, ich weiß. Pack mal die Wale. Das ist mir schon bewusst, aber trägt halt nicht schnell. Mira, 8. Ja, Mira greift an, natürlich. Aber Mira muss erstmal ihre Schwimmprobe neu würfeln. Genau, jeder eine Schwimmprobe und dann können wir uns wieder angucken, was wir mit den ganzen Punkten machen. Mira setzt jetzt. Warte mal. Ich habe auch Mira wieder 15 Punkte. Mira setzt jetzt 6 Punkte von ihrem Schwimmenwert in ihren Angriff und möchte einmal das Vieh beißen. Ja, ich möchte vorziehen, weil ich die Endurium-Zähne gesehen habe. Ich möchte auch ganz gerne vorziehen. Okay, dann ziehen wir vor. Jalan darf anfangen. Diese Haie sind prinzipiell anthropomorph, oder? Was meinst du damit? Kann ich auch die gezielt stechen, ohne die Kunde zu würfeln? Okay, Wölfe gezielt stechen? Janos, sag mir was, ich weiß es nicht. Ja, darfst du. Okay, dann möchte ich alle meine Punkte in Attacke setzen. Und dann stechen wir gezielt. Hier ist es um 6 erschwert, weil ich unter Wasser bin. Und um 4 erschwert, weil es ein gezielter Stich ist. Und wie viel Rüstungsschutz haben die? 2? 4? 5? Nochmal um 3, ist um 12 erleichtert. Also insgesamt um 1 erschwert. Geht dann auf die 19. Das sollte easy peasy. Okay, ich habe jetzt 20 gesehen. Dies wäre ein Treffer. Ja. In gerade einmal den Torso. Dies macht vollen Schaden, weil es ein gezielter Stich ist. Ja. Das geht in den Rücken, falls es für dich wichtig ist. Das sind dann also 12 verdoppelt 24. Wieso verdoppelt? Achso, weil es magisches Metall. Weil es ein Nachtwind aus. Ist das nicht der reparierte Nachtwind? Ja, aus Endurium. Nee. Sorry, der Nachtwind selbst ist nicht repariert, das Griffstück ist nur über, weil der Nachtwind selbst war ja. Genau, in der Nachtwind steckte in deinem Gesicht. Das heißt, er ist nicht aus. Nein, der Nachtwind steckte in meinem Gesicht. Ich habe das Griffstück genommen und eine neue Klinge schmieden lassen. Aus Endurium. Aus dem Endurium, das wir aus, wie hieß er noch gleich gezogen haben, ja. Ja, okay, gut. Du wolltest mir die Rüstung nicht geben, jetzt bereust du es, gib's zu. Sind 24 und die Rüstung zählt nicht. Und es ist automatisch eine Wunde und es ist automatisch noch eine Wunde, weil magisches Metall auf Werwolf. Und es ist vermutlich noch eine Wunde, weil seine Wunschschwelle um 2 gesenkt ist. Ja, ich kann spaßeshalber nochmal eine Regeneration würfeln, aber höchstwahrscheinlich stirbt der jetzt. Drei Wunden in die Brust sind Bewusstlosigkeit. Ja, kommt Zusatzschaden. Okay, dann nehme ich den schon mal raus. Dann würde ich trotzdem ganz gerne vorziehen und Mira töten. Ich hoffe, dass Raffin jetzt vorziehen und den anderen Dings killen kann. Macht ihm kein Damage, das siehst du doch. Ja, da kann ich ja zwischenwerfen. Raffin kommt nicht ran. Also nur mit Aktion Position. Und ich habe jetzt 15 Punkte übrig. Ich habe einen Biss auf die 18. Ja. Ich möchte deinen Ausweichenwert um 5 vermindern und meine Attacke um 10 TP erhöhen. Ja. Biss ist gelungen und 10 TP mehr sind 25 Schaden in Mira. Würfel mal das Ausweichen. Okay, das Ausweichen ist egal. 25 Schaden in Mira. Ins linke Bein. Du hättest die Schwimm-THP von Mira ins Ausweichen stecken sollen. Ja, andererseits kriegt Mira jetzt, 25 kriegt Mira jetzt 17 Schaden. Dann hat Mira noch 113 LP, damit kann ich leben. Ich hab mich in das nicht. Nee, 103, 103. Weil ich doch deinen Bär nicht retten konnte und du sagst, er hat 150 LP. Ja, der Wehrhai freut sich auf alle Fälle für ein richtig schön leckeres, saftiges Eisbärenfleisch. Ja, muss Mira jetzt kann nicht er sich auch drauf freuen. Ich hab jetzt zu widerstehen. 6 erleichterte Attacke, der kleine Freund hier. Ist das Mira so. Dann ein Wehrhai? Ein Bärhai? Dann, oh. Dieser. Nee, mein Freund, der kriegt jetzt eine verletzte Wunde. Mira, Endurium-Gebiss. Ja. Endurium-Gebiss sind 22. Ja, 22 und eine Autowunde. So, lieber Wehrhai, das können wir nämlich auch spielen, das Spiel. Ja, das ist ja nicht der Einzige. Oder? Ich würfel näher, er hat sogar eine Parade, er würfelt eine Ausweichenprobe. Aber ja, stimmt. Er darf das ausweichen. Ist das ein echtes Ausweichen oder ein Tier ausweichen? Es wird ein Tier ausweichen sein. Okay, nicht ausgewichen, du machst die Schaden, sind 22, Rüstungsschutz können wir abziehen, sind 2 Wunden. Ich würfel gerade mal die Selbstbeherrschungsprobe. Wird da aber schaffen. Und
diesen hier, dann das Mira durch auf der 8. Auf der 12, Boltax ist dran. Boltax, ja. Was möchtest du tun? Genau. Die Frage ist jetzt, und das ist wieder eine Frage, die ich dir stellen muss, bevor ich ansagen kann, ob ich das mache oder nicht. Was willst du? Wie wirkt mein Ritual, mit dem ich Wasser, also Luftfeuchtigkeit entziehen und zu einem elementaren Niederschlag bringen kann? Denn wir haben hier massiv viel Wasser und es liegt im Meisterentscheid, wie das Ritual dann wirkt. Also bei der Menge an Wasser könnte ich... Kannst hier nichts abregnen lassen. Naja, es verdichtet sich dann halt alles nach unten. Wie soll das denn also funktionieren? Warte, was ist der Effekt, den du hier erreichen möchtest? Naja, mehr oder weniger alles zu zerquetschen. Dich ja auch, oder? Funktioniert nicht. Nee, also nee, ich kann's ja... brauchst ja ein Gegenelement, wo wirklich. Aber abregnen ist schon eher ein sanfter Effekt. Alles um dich herum, nee, alles um dich herum ist Wasser. Okay. Da kannst du nichts zum Abregnen zwingen. Das war natürlich jetzt die Frage. Und dann für mich einfach wieder zurück. Ja. Mit der höheren Inni, wo will denn dieser Wehrheider hin, der an mir vorbeigelaufen ist? Ist der hinter Boltax her oder jetzt, kommt der zu uns zurück? Der greift ja. Also ich hatte eben überlegt, ob ich Aviander angreife, aber der wird jetzt richtig schön Abel mir in den Rücken beißen. Gut. Ich investiere 2 ASP, um mir einen Viererbonus aufs Schwimmen zu geben. Mhm. Und dann... Willst du zurückschwimmen? Genau. Ja, insgesamt 8. Plus 5 sind 13. Und ich würde rausschwimmen. 5. Und dann sofort die anderen 3 an Höhe gewinnen. Okay, das geht natürlich. Das heißt, du versteckst dich in dem Mandibeln. Ja, finde ich gut, dass du dich dann so ein bisschen darüber hockst. Gut. Würfel man sich verstecken? Probe finde ich eigentlich ganz cool. Ich erleichtere sie dir um. Oh, gut, die haben dich halt gesehen. Ich erleichtere sie dir um 3. Alles klar. Dann, Boltax ist auf der 12 fertig. Die 18 ist dran. Tukmur möchte gerne Abel mir den Rücken beißen. Ich ziehe vor. Ich würde auch vorziehen. Ihr könnt alle vorziehen, klar. Ja, ich zuerst, glaube ich, war ja, genau. Ja, ich würde ihn an. Ich habe ja einen Schwimmwert von 8. Ich könnte ihm entgegenschwimmen. Ja. Und wie viel THW Beute 4? 1, 2, 3, 4 Felder? 4 Punkte? Also, oder? Das sind jetzt 4 Meter, 5 Meter entfernt. 5 Punkte brauche ich dafür. Du kannst natürlich höchstens deine Geschwindigkeit erhöhen. Du musst trotzdem die Aktionposition machen. Das ist richtig. 3. Stehen bleiben und parieren. Abwarten. Ah, Mensch, gut. Zulamin darf noch vorziehen. Also der möchte zu Abelmir hindern. Also und ich kann mich nicht einfach mit freien Aktionen zu ihm hinbewegen, weil wir diese Wasserkampfregeln haben, richtig? Du kannst eine Aktionposition auf ihn zumachen, du kannst ihn auch Sturm angreifen, also anschwimmen und angreifen, das geht natürlich auch. Aus die höhere Initiative. Naja gut, dann lasse ich ihn kommen. Okay, ja, er ist sowieso nicht an dir interessiert, von daher... Aber wenn er an ihr vorbei will, muss er einen Passierschlag nehmen. Das ist definitiv in ihrem Kontrollbereich. Warte. Nein, das gucke ich mir jetzt an. Also, das ist der Sturmangriff und Zulamin. Okay, das ist halt unter einem Meter, das lasse ich zu. Gut. Ich würfel jetzt den Sturmangriff. Ich habe 15 Punkte übrig. Und ich möchte die Attacke um die Parade. Ich erschwere die Parade von Abelmir um 10 Punkte und mein TP erhöhe ich um 5. Das ist meine Ansage. Zulamin darf Passierschlag. Ich sollte noch dazu sagen, dass ich meine Punkte von dieser Runde in den Schaden stecke. In die TP, ja. Ja. Das heißt, ich passierschlage ihn. Ich finde irgendwie, die Schwimmregeln machen echt Spaß. Sehr dynamisch, finde ich. Ist mal was Neues. Dadurch, dass man halt die Werte je nach Bedarf variieren kann. Aber es ist sehr tödlich. Ja klar. 19 Schaden in den Rücken. Das ist aber ein Säbel, den du hast, ne? Genau, dann wird es erst halbiert oder wird das Ganze halbiert? Soweit ich weiß, das Ganze. No, halbiert und durch den... so, ist es eine Waffe aus Endurium? Nee, ne? Nein. Aber sie ist geweiht, oder? Ja. Das ist egal, das ist nur ein normaler Schaden, also normal. Ja, aber immerhin nicht der halbe, den sie sonst nehmen würden. So, 13 halbe sind 7 und dann ziehen wir den Rüstungsschutz ab. Und 2. Hört sich richtig an. Abelmir dreht sich um. Seine Aktion Position.
Moment, hast du nicht gesagt, du würdest deine Schwimmpunkte in Schaden stecken? Ach so, stimmt. In Schaden reinstecken. Habe ich doch gesagt. Also so bin ich auf die 19 gekommen. 13 plus 6 und davon die Hälfte. Ich denke, es wird erst halbiert und dann kommt der Schwimmschaden drauf, oder? Nee. Du rechnest Schwimm-TP werden vorher drauf addiert und dann halbiert. Also kommt 10 Schaden minus Rüstung, 5 Schaden kommt durch. Ja, sind 5. HP haben wir eigentlich. Wer Haie? Weiß ich. Aber du weißt es nicht. Aber hier, du hast eine Aktion-Position zum Umdrehen und kannst ihn jetzt parieren. Ja, ich würde meine Schwimmpunkte in meiner Erhöhung meiner Attacke Parade befüllen. Beziehungsweise das sind große Gegner, also ins Ausweichen. Ja, ins Ausweichen. Also der hat ja plus 10, hat er gesagt, will er meine minimieren. Genau, ich würfel mal meinen Schwimmangriff. Nicht ach so, geschafft. Achso, okay. Du hast einen Passierschlag. Warte mal, ich habe ja keine Abzüge jetzt durch mein Schwimmen, durch mein Fischkostüm sozusagen, ganz normal, oder? Ja. Gut. Kann ich die auch plus machen, ja, wa? Darf ich die? Du kannst alles plusen jetzt, ja. Ja, dann würde ich die... Achso, dann dein Passierschlag, nee, das geht nicht. Du musst einfach nur den Passierschlag jetzt einfach treffen. Na, wobei, eigentlich könnt ihr ihn auch erhöhen. Jetzt war ich vorher da. Müssen. Ja, getroffen. Ich hätte die 10 Punkte drin geschickt von meinem Armschiener. Nur mal geschickt, plus 10. Nee. Also. Passierschlag kannst du nicht mit einer Ansage versehen. Nee, nur mit deinen Schwimmsachen. Aber nee, ist egal. Mach einfach dein TP. Das sind grandiose 7. Du kämpfst mit dem Säbel, ist halbiert und dein Rüstungsschutz, also kommt nichts an. Gut, dann. Das war nur ein Passierschlag. Du hast also noch eine Aktion. Stopp, halt, ich komme da 4 Punkte. Ich habe ja erhöhte 4 Punkte Körperkraft, also kommt ein Punkt zu, aber ist wahrscheinlich egal. Ist egal, ja. Ja. Ja, willst du noch was machen, Abel, mir? Ja, ich würde ihn schlagen. Dann hau rein. Jetzt kannst du alles reinstecken, wenn du noch was hast. Plus 10 Attacke natürlich. Jo. Dann? Also. Kommt einer zu, noch sind 22. Dein Säbel ist aus, nicht Endorio. Genau. Okay, also. Dann halbiert sind 11, Rüstung 6. Abgezogen sind 6. Ich denke, wir können den Kampf an der Stelle trotzdem abbrechen. Gemeinsam mit der Hilfe von Saphira, Marix Fuchsäcker, die mit einer Harpune jetzt auf kürzeste Distanz abdrückt. Und den Endorium 10 von Mira bekommt ihr auf alle Fälle die Wehrhai-Piraten klein. Ihr könnt jetzt erkennen, dass die Moluren-Besatzung der Wurzelkaiserin euch entdeckt haben.